Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Beim letzten Mal hat mir die Steuerung ein bisschen gesponnen am Ende. Deswegen war die Folge ein bisschen kürzer. Ich bin dann nochmal zurück, hab geladen. Der letzte Spielstand war unten bei Seekop. Dann bin ich hier hoch, hab die Sachen da in der Kathedrale, in der Kapelle genauer gesagt, hier eingesammelt. Allerdings war ich nicht im Wald bei den Goblin-Skeletten. Weil ich mir nicht sicher bin, ob es so eine gute Idee ist, nochmal hinzugehen. Und ich bin eigentlich sogar ziemlich sicher, dass es keine gute Idee ist, nochmal hinzugehen. Und letztendlich bringt es mir auch nichts, das jetzt zu machen. So habe ich sogar im Gegenteil mehr davon, weil ich nachher, wenn ich stärker bin, die beiden Skelette nochmal verprügeln kann. Apropos prügeln, ich habe gerade Lust, etwas zu verprügeln. Und weil ich mich bei den Söldnern irgendwie immer noch nicht so richtig traue, schaue ich mich hier nochmal kurz bei den verbrannten Dingern hier um. Ah, da kommt die Musik. Da geht's rein. Was gibt's denn hier? Feines. Nix. Wie spannend. Genau. Ich will prügeln und ich fange an bei Seekop, dem Bauern. Ich meine, hey, ich muss seine Pacht eintreiben. Ich tue so, als wollte ich Söldner werden, also verprügel ich den auch. Was soll's? Nicht die beiden Wölfe. Moment. Habe ich da beim Nachstellen geschlampt? Hatte ich die letztes Mal nicht umgebracht? Ach egal, fange ich halt mit Scavenger an, was soll's. Nein, da hinten fallen die Wölfe über den Scavenger her. Na ja, jetzt ist auch zu spät. Da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Ich brauche Lebenspunkte. Gib mal her. Wobei, wie viele brauche ich? Komm, hier, ich habe doch Tränke. Hey, trinken. Dankeschön. Und jetzt brauche ich noch 8. Wo kriege ich 8 her? Naja, da ein Wasser. Yay. Pump. Ja, komm, ist gut. Okay, damit kann ich zwar das Inventar abbrechen, aber nicht die Animation. Gut zu wissen, wenn ich mein Inventar feststecken sollte. Nicht, dass ich das vorhätte, aber ihr wisst ja, Gothic 2 oder Gothic generell hat ganz viele Bugs. Und ein Inventarbug ist mir jetzt bisher nicht bekannt, aber es würde mich nicht wundern, wenn es einen gibt. So, da ich jetzt mal wieder einiges geschafft habe, nämlich die beiden Scavenger und hier runterzulaufen und das Spiel scheinbar manchmal ein bisschen spinnt, Blödsinn nach 39 und 40, nicht die 38, speichere ich hier nochmal. Zumal jetzt da einiges schiefgehen kann, wenn ich den Typen verprügle. Und dann drohe ich ihm mal eine Tracht Prügel an. Rück die Kohle raus oder ich schlag dir die Zähne ein. Du Verbrecher gehst mir nicht an den Geldbeutel. Du nicht! Mit einem Stock kämpft er. Mit einem schweren Ast. Kommt auch hier mal dazu? Nö. Rohes Fleisch, Brot, Waldbeere. Hey, 63 Gold! Guck mal! War doch gar nicht so schwer, oder? Wie viel Gold musst du. Wie viel Gold ist deine Pacht? 50 Goldstücke? Ja, die hast du Da doch. ist nichts zu holen. Ich wollte ihm die 13 zurückgeben. Na, die 13 sind Schmerzensgeld für mich. Darüber reden wir noch. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Deine Pacht. Wo hast du das Geld? Ich hab's doch schon. Nicht mehr schlagen, bitte. Ich will ja alles machen. Dann zahl deine Pacht. Aber Herr, ich hab doch nichts. Ich bin doch nur ein armes Schwein und halb verhungert. Meine letzte Ernte ist völlig vertrocknet. Ich will meine Pacht bezahlen, aber ich habe einfach nichts. Hab doch Mitleid. nee, ich werde nicht umbringen. Gut, ich werde mit Ona reden. Tausend Dank, Herr. Tausend Dank. Ich werde. Moment. Ich habe doch das Geld. Wegen deiner Pacht. Kann ich das Du nicht. redest mit Ona? Ja. Kann ich das nicht für dich auslegen? Ja, Klar. Du wirst. Ich versuche mal, ob ich das jetzt schon für ihn bezahlen kann. Wenn nicht, werde ich hierher nochmal zurückkommen per Laden. Das würde schneller gehen, als da nochmal zurückzulaufen. Und ihm eben doch den Tod androhen. Den ich natürlich nicht umsetzen möchte. Aber wenn es denn hilft, die Quest zu beenden, dann soll mir das Mittel recht sein. Ich meine,
Es gehört sich nicht für einen Magier, ich weiß. Aber ihr habt gesagt, ich soll zuerst versuchen, Söldner zu werden. Und da muss ich halt auch mal sowas machen. Und vielleicht bin ich mir ja in-game gar nicht sicher, ob ich Magier werden will oder nicht und will tatsächlich erstmal alles ausprobieren. Ne? Haben wir darüber nachgedacht? Dann wäre ich jetzt nämlich voll dabei, Söldner wirklich ausprobieren zu wollen. Passt zwar nicht ganz zu dem, was ich bisher immer so gesagt habe, so nach dem Motto, naja, als Magier gehört sich das und das nicht. Aber hey, das war ja Outgame-Gespräch. So, jetzt rede ich mal mit Ona. Ne, wer hat mich geschickt für die Pacht? Das war Torloff, ne? Und da hängt das Spiel mal wieder. So. Er hat mir nicht, du hast das nicht gewusst. Irgendwie ist es immer am Anfang der Aufnahme, wenn das Spiel neu gestartet wird. Ich weiß nicht, warum er sich so aufregt. Wo ist denn Torloff? Ist das Torloff? Nee, ne? Ich kenne sowas. Meine Meinung. Hä? Torloff war doch da beim Eingang. Warum ist der nicht mehr hier? Da muss man mal lasse ich lieber die Finger. Vielleicht ist er ja drin oder so bei die. Ich wundere mich über gar nicht. Zwei Söldner. Und hier haben wir Khaled. Söldner. Wo ist Lee? Was zur Hölle? Was sagt denn die Uhr? 19.27 Uhr. Vielleicht sind die beiden ja schon ins Bett gegangen. Also ist nicht miteinander, aber wobei, warum eigentlich nicht? Hier, Torloff. Guck mal. Ich habe die Pacht von Sekob eingetrieben. Davon lasse ich lieber und? Die Finger. Hat er freiwillig gezahlt? Ich muss den erst überzeugen. Schmeide. Gut gemacht. Du hast deine Probe bestanden. Sag nicht, dass das wird viele der Söldner überzeugen, dass du zu was zu gebrauchen bist. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Sehr schön. Wie ist mein Ruf? Genau, sag mal. Ich weiß wie ist mein nicht, Ruf bei den Söldnern? So aufregt. Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Jarvis ist sich noch nicht sicher, ob du auf der richtigen Seite stehst. Er hat keine Lust, dass noch mehr Leute nach Silvios Pfeife tanzen. Ich übrigens auch nicht. Cord ist der Meinung, du müsstest erst lernen, besser mit der Waffe umzugehen. Ach, verdammt, das will ich doch gar nicht. Cord hält dich für einen Schwächling. Sentenza will für dich stimmen. Er sagte, du wärst ein sehr vernünftiger Mann. Raul ist gegen dich. Ich glaube, er kann dich nicht leiden. Von Silvio und Bulko brauche ich wohl gar nicht erst zu reden. Die beiden Schwachköpfe sind gegen jeden. Basta hat erzählt, du hättest den Schwanz eingekniffen, als er dich herausgefordert hat. Sowas ist keine gute Idee. Vielleicht solltest du nochmal zum Vorposten gehen und ihn herausfordern. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Die meisten hast du wohl überzeugt, indem du die Probe bestanden hast. Obwohl viele meinen, einem Bauern die Pacht abzuknöpfen, wäre für eine Probe zu leicht gewesen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Meine Stimme hast du jedenfalls. Du bist noch lange nicht so weit, Kleiner. Wenn du bei uns aufgenommen werden willst, musst du schon was dafür tun. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Jetzt habe ich halt die Pacht eingetrieben. Ich weiß, ich soll eigentlich nicht mit Ona sprechen. Aber ich will das Ganze trotzdem mal versuchen. Vielleicht hat der ja jetzt auch eine kleine Belohnung für mich oder so. Zumal ich ja auch Sekob gesagt habe, dass ich mit Ona reden würde. Wer hat dich denn hier reingelassen? Was machst du hier auf meinem Hof? Dumm. Ja. Ich komme wegen Sekobs Pacht. Was zum Teufel hast du damit zu schaffen? Ich will Söldner werden. Die Pacht einzutreiben ist meine Probe. Aber Sekob hat kein Geld. Ich habe ihn sogar zusammengeschlagen. Was? Er sagt, es wäre wegen der schlechten Ernte. Du Dummkopf, denkst du, er trägt das Geld mit sich rum? Er hat's irgendwo versteckt. Weißt du, wie viel es hier regnet? Schlechte Ernte, dass ich nicht lache. Sieh zu, dass du das Geld aus ihm rausprügelst. Aber das habe ich doch schon. Aber das habe ich doch schon. Warte mal. Ich gehe noch mal runter zu Sekob. Vielleicht kann ich jetzt irgendwas machen, oder habe ich die... habe ich doch schon erfüllt. Ach, ich komme da unten sowieso noch mal hin. Das ist kein Problem. Ich komme da eh nochmal vorbei. Cord meint, ich muss besser mit Waffen umgehen und... Ja, ach, wisst ihr was? Ich will eh Kampfmagier werden. Ein Händer, nicht zwei Händer. Hab ich jetzt entschieden. Und deshalb werde ich jetzt bei Cord ein bisschen Einhandkampf lernen. So, Cord, bring mir bei, wie man kämpft. Bring mir bei, wie man kämpft.
Ich kann dich an jeder Waffe ausbilden. Womit wollen wir anfangen? Mit Einhändern, bitte. Und zwar ab 30. Wird das teuer? Du bist schon besser geworden. Weiter so. Dementsprechend gehe ich jetzt... Boah! Muss ich da echt... Bring mir bei, wie man kämpft. Jedes Mal... Ich kann dich... Das Ganze klicken. Gibt's nur einmal. Bring mir bei, wie... Ich. Also was ich tun möchte, ist viermal plus eins. Du bist. Bring. Denn dann müsste ich auf 24 sein, genau. So, vielen Dank. Jetzt plus Bring fünf. Bring mir bei. Ich kann dich. Das kostet fünf. Genau, vielen Dank. Du bist. Und jetzt bin ich bei 29. Und wenn ich jetzt nochmal fünf lerne. Bring mir bei. Dann kostet das fünf. Und ich bin auf 34. Und ab 30 oder ab, also wenn ich 30 habe und 1 steigern will, dann kostet das 2. Jetzt habe ich mir halt diese 3% quasi. Du bist schon besser geworden. Diese 4% zum halben Preis gekauft. Habe ich hier irgendwas, was 2-Hand-Bonus gibt? Oder habe ich 1-Hand-Bonus angelegt? Nee. Es gibt nämlich auch. Boni auf den Waffen und die machen es tatsächlich teurer, wenn man sie auf, also wenn man einen Bonus kriegt auf die Fähigkeit, die man steigern will durch die Waffe, dann wird es teurer durch die Waffe. Und wenn man, durch den Spielstand, durch den Absturz habe ich auch die gar nicht gefuttert. Ist ja nett. Und wenn ich jetzt aber einen Bonus hätte auf 2 Händer bis auf über 30, dann würde ich das Ganze günstiger kriegen. Bring mir bei, wie man kämpft. Obwohl ich die 2 Händer nur temporär kann. So, aber ich hätte jetzt gerne hier eine glatte Zahl. Außerdem habe ich 8. Wenn ich jetzt 1-Hand plus 1 steigere für 2 Lernpunkte, dann müsste ich auch 2-Hand. Nee, kriege ich nicht. Das ist ja blöd. Das heißt, ich müsste jetzt 20 Punkte in 2 Händer stecken, um danach die nächsten Male Einhänder billiger steigern zu können. Wisst ihr was? Du bist schon ich bleibe jetzt einfach mal so mit 35. Das sollte schon passen. Hilf mir, Söldner zu werden. Lass mal überlegen. Ja, das warst weiß ich. Du schon bei... Nein. Ja, das ist die Geschichte mit der Probe. Aha. Und wie sieht die aus? Hat sich schon erledigt. Oh, dann wird's schwierig mit der Hilfe. Was? Was soll das heißen? Tja, das bedeutet, dass ich dir nicht helfen kann. Was? Oder willst du, dass ich mich mit jedem einzelnen Söldner anlege, damit du hier aufgenommen wirst? Das musst du schon selber machen. Hä? Wie jetzt? Erzähl mal. Was soll ich eher lernen? Einhändigen oder zweihändigen Kampf? Die beiden Waffengattungen sind recht ähnlich. Sobald du die nächste Stufe bei einer Waffengattung erreicht hast, lernst du automatisch die andere mit. Einspruch? Nein. Wenn du zum Beispiel ein guter Kämpfer mit der Einhandwaffe bist, aber noch ein Anfänger mit der Zweihandwaffe, wirst du bei allem, was du an Training in Einhandwaffen investierst, auch mit Zweihandwaffen besser werden. Wenn du immer nur eine Waffengattung trainierst, wird das Training für dich anstrengender. Trainierst du immer beide, kommst du mit weniger Einsatz genauso weit. Im Endeffekt kommt es aufs selbe raus, es ist deine Wahl. Also ich habe das doch gerade gemacht. Einhänder 1 gesteigert und da hat er 2 Händer nicht nachgezogen. Wo liegt der Vorteil von Einhand- oder Zweihandwaffen? Eine gute Frage. Ich sehe, du hast dich schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Einhänder sind schneller, aber etwas schwächer. Zweihänder richten mehr Schaden an, aber du kannst nicht so schnell zuschlagen. Außerdem ist mehr Stärke erforderlich, um einen Zweihänder zu führen. Das bedeutet zusätzliches Training. Nur wenn du bereit bist, viel zu investieren, hast du eine Chance, richtig gut zu werden. Warum habe ich eigentlich nur 6 Lernpunkte? Hatte ich nicht irgendwie 22 oder so? Ich habe doch 9 gelernt und nochmal 2, 11? Verstehe ich nicht. Warum bin ich so schlecht? Gut, egal. Kort, wir haben gekämpft. Vielen Dank. Ich kann jetzt mit einer Waffe umgehen. Ja, das, Kord, ja, das passt. Kann ich gerade nicht nachlesen. Es wird gerade auch langsam wieder dunkel. Ich werde noch eben mal kurz Torloff fragen, wie Kord jetzt über mich denkt.
ob das schon reicht, mit Waffen umzugehen auf Kämpfer. Das sollte eigentlich reichen. Ich habe da meine eigene Meinung. Und mehr will ich gerade auch nicht. Ich will ja dann erstmal mich auf Magie konzentrieren. Erzähl mal. Davon wie ist ich mal sehen. Finger. Wolf sagt, Jarvis ist. Er hat keine Lust. Kord denkt, du wärst gut genug, um an. Ja. Kord sagt, ich bin gut genug, um anzufangen. Alles klar. Dann habe ich immerhin schon mal. Naja, die meisten. Und dich, Torloff und Kord überzeugt. Sehr schön. Und jetzt, wo ich besser kämpfen kann, kann ich ja nochmal den Typen da unten herausfordern. Dieser Bastard, glaube ich. Das werde ich aber in der nächsten Folge tun. Denn jetzt lege ich mich erstmal eine Runde schlafen. Ein Bauer. Verdammt! Was ist los? Ich will schlafen. Gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.